Ein Sektklassen steht durch Rotation der Funktion y ist gleich 1 Viertel t, t ist Element von 0, 10. In Zentimetern wird das Glas. Wie viel Kubik Zentimeter fasst das Glas? Gut. Das ist ein Rotationskörper, der sieht so aus. Wir können das natürlich elementargeometrisch, Niveau Klasse 8 rechnen, wir können, Klasse 9 rechnen. Wir können es aber auch jetzt neu mit Hilfe der Integralrechnung machen. Wie sieht denn das mit Hilfe der Integralrechnung aus? Das ist, ja bitte. Pi Integral 0 bis 10 von 1 Drittel t Quadrat dt. Jawohl. So. Jetzt, Sie wissen, erst quadrieren, dann integrieren. Also Pi mal Integral von 0 bis 10 quadriert ist t Quadrat 16 dt. So, t Quadrat 16 integriert ist, letzte Reihe bitte. T hoch 3 48. Ja, durch 3 mal 16 an den Grenzen 0 bis 10. So, das mal Pi ist davor. Und jetzt müssen wir es einsetzen, das ist also Pi mal 10 zum Quadrat durch 48, 10 hoch 3, minus 0 hoch 3 durch 48. So, das ist 1048, haben Sie mir dafür einen Näherungswert, etwa? Hat es jemand gerechnet? Ja, bitte. 65,45. Und welche Einheit haben wir dann? Haben wir da eine Einheit gegeben? Ja? Haben wir da Zentimeter gegeben, dann ist es 65,45 Kubikzentimeter. So, das war die A. Die C bitte vorlesen. Wie hoch muss das Glas gefüllt werden, damit es zu 50% gefüllt ist? So, das heißt, das ist als Zeichnung etwa so. Ja? Ich mache jetzt hier sowas rein. So, hier ist 50% und da auch. So, das heißt, wie weit müssen Sie das füllen? So, das heißt, Sie wissen jetzt, die gesamte Füllung ist 65,45 oder Pi mal 1000 durch 48. Das wäre die exakte, also das ist das exakte Volumen. Jetzt soll es nur zur Hälfte gefüllt sein. Die Hälfte von Pi mal 1000 durch 48 ist Pi mal 500 durch 48. Also, wir haben Pi mal 500 durch 48, das ist die Hälfte von dem, ist das gleiche wie, und das schreiben Sie jetzt mit dem Integralansatz auf. Das schreiben Sie auf, das ist also Pi mal das Integral von über 1 Viertel t Quadrat dt. Ich wüsste von Ihnen gerne die Grenzen. Von wo bis wo integriere ich das? Ja, bitte. Sind doch immer noch dieselben Grenzen. Das ist falsch. Von 0 bis A. Oder ich nenne, die obere Grenze nenne ich immer B. Ja, das ist von 0 bis B. Warum von 0 bis B? Ja, bitte. So, und das hier ist dann also das B. Ja, von 0 bis B. Was schätzen Sie, wie groß das B, also wie groß die Höhe bei, hier sehen Sie, bei 10 etwa ist? Haben Sie da eine Schätzung, einen Schätzwert? Es sei denn, Sie waren bei mir in Klasse 9, da habe ich es mit Ihnen gemacht. Schätzen Sie mal, 0, oben ist 10, wie hoch müssen Sie es einfüllen, wie hoch ist das B etwa? Was würde ich schätzen, ja? 7. Also sagen Sie mal, B gleich 7 und wir schauen dann, wie gut das war. Ist übrigens keine schlechte Schätzung. Was müssen wir jetzt mit dieser Gleichung hier machen? Die müssen wir... Ja, bitte? Und dann machen wir das mal. Also, wir lösen nach B auf. Das heißt, zunächst mal kann ich hier durch Pi teilen. Dann habe ich das Pi los. Dann bleiben die 548, die lasse ich einfach so stehen. Ist gleich Integral. Und dieses Integral, da kann ich jetzt eine Stammfunktion finden. Also, das ist eine Klammer. Herr Schmidt, da fehlt erst so ein Quadrat und zweitens haben die da einfach eine Null weggelassen bei 500. Bei den 500? 500, ja, ich bin ja nicht so weit. Ja, so, und das, das heißt, ich muss jetzt, das hier, das ist also wieder Stammfunktion t hoch 3 16 an den Grenzen 0 bis b. So, und jetzt setzen wir ein, ich hoffe, ich bin richtig. So, 0 bis b, dann habe ich 500 durch 48.
Herr Schmidt ist 48. Ja. Hab ich doch. Ah, ja, ich habe mich schon gewundert. Ich habe gedacht, 16 kann nicht stimmen. Danke. Ja, das ist die gleiche 48 wie diese 48. Jetzt ist es gut. Jetzt stimmt es wieder. Gott sei Dank. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Gleich b hoch 3 durch 48 minus 0 hoch 3 durch 48. Aber das kann ich weglassen. So, also steht jetzt hier das hier da. Und jetzt muss ich hier, kann ich hier mal 48 machen. Also habe ich b hoch 3 gleich 500 oder b gleich dritte Wurzel aus 500. Dritte Wurzel aus 500, rechnen. So, also, das liegt etwa bei 8. Wie gesagt, das war eine gute Schätzung. B etwa 7,9. Das heißt, Sie müssen bis hierher, bis etwa zur 8 füllen. Ich mache Ihnen das mal, zeichne es Ihnen hier ein. Also die Füllung, die muss etwa bis hierher gehen. Damit Sie bis zur Hälfte das machen. Die 7 war schon eine gute Schätzung, die normal schätzen die Leute bis 5. Ja. Also das hier, das Glas ist halb voll. Das sieht so aus. Oder andersrum, wenn Sie sich mit jemandem, als hübsche junge Dame, mit jemandem unterhalten und Sie wollen dringend weg, hier ist Ihr Glas schon halb voll, da machen Sie noch zack und es ist der auch. Wenn es aussieht, als wäre es noch ganz voll. Ja. So sieht es aus, da können Sie einmal zack, so sind Sie sofort weg. Oder andersrum, Sie können am Anfang trinken, so viel Sie wollen, das wird nicht leerer. Und irgendwann mal zack, ist auf einen Schlag leer. Gibt es da Fragen dazu? Ich glaube, das Ding hat einen Namen, das ist irgendwie...